Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Vorige Folge waren wir bei folgender Stelle stehen geblieben. Und zwar wurden uns, ich glaube, der Finger und der Finger abgeschnitten. Genau. Und richtig, ich habe nicht den Weg weitergefunden. Aber hier war doch eine Batterie. Hä? Warte mal, jetzt ist es nicht richtig. Da, seht ihr, die Finger sind ab. Einmal der linke Ringfinger, den hat er uns weggeschnibbelt. Und der rechte Zweibefinger. Und eigentlich, wenn ich mich nicht ganz vertue, waren noch zwei Batterien, die wir gefunden hatten. So, eine war hier hinten. Ey, ist ja auch nicht mehr da. Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt haben wir ja nur noch zwei Batterien. Naja. Also. Hier konnten wir, glaube ich, gar nicht wirklich weiter. Ich gucke jetzt nochmal. Ich bin mir unsicher. Genau, hier war die Tür, die ist abgeschlossen. Und die hier, die ging auch nicht auf. Richtig. Und der Doktor, der rennt uns hinterher und will uns zerschnibbeln. So, wir können hier in den Lüftungsschacht. Hierfür brauchen wir eine Karte, die haben wir nicht und die müssen wir wahrscheinlich suchen. Sollen wir jetzt hier den Gang runtergehen? Dann kommt da der Kollege Schmalspur raus und sucht uns. Siehst du? So, wenn wir uns dann hier verstecken, dann findet er uns nicht und dann fängt er an zu patrouillieren. Ja, aber ich komme nicht weiter. Ich hätte vielleicht warten sollen, dass mir einer sagt, wo ich lang muss. Das wäre, denke ich, eine gute Idee gewesen. Also ich will jetzt nicht schon wieder 15 Minuten hier nach X und Y suchen. Ich wollte noch einmal kurz zusammenfassen, was wir gemacht haben. Ich würde sagen, ich guck mal einfach gerade, wo wir lang müssen, oder? Ne, das ist ja doof, ne? Ich probiere es jetzt nochmal ein bisschen. Also. Bisher hat Folgendes gut funktioniert. Wir rennen an ihm vorbei. Auch hier. Genau. Suchen nach Sachen. So. So, und jetzt hat er uns so meines Wissensstands verloren. Aber ich weiß halt nicht, wo ich lang soll. Und das ist mein Problem. Hier ist eine Batterie. Sind die Batterieplätze woanders, wenn man geladen hat? Ich weiß halt absolut nicht, wo lang. Das ist ein bisschen doof. Steht da was in unseren Unterlagen? Ne, hier steht nichts drin. Geplante Folter. Finger zuerst, dann die... Oh. Jetzt weiß ich, was das... Das hatten wir im Keller gefunden. Zuerst schneidet er die Finger, das hat er schon gemacht. Dann die Eier, dann die Zunge, dann die Folter. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Ja, ja. Ja,
Hier waren wir jetzt schon bestimmt 3-4 Mal. Ich finde das doof. Ich gucke jetzt, wie wir weiterkommen. Sekunde. Also ich habe jetzt mal durch eine Steam-Diskussion geguckt. Und die sind natürlich genauso nett wie alle anderen im Internet. Irgendwo soll am Ende des Flurs... Also warte mal. Wo ist er denn jetzt? Ich dachte, der wäre hier. Am Ende des Korridors, wo der hier durchläuft, soll wohl ein Kabinett sein, das muss man mal wegschieben und dann kommt man weiter. Oder so. Ja. Meine eine Batterie habe ich jetzt wieder gefunden. Ich dachte, die liegen immer am gleichen Platz, aber wie es aussieht, ist es nicht so. Ja. Was machen wir denn jetzt? Das weiß ich gerade gar nicht. Weil ich auch nicht weiß, wo dieses Kabinett jetzt ist. Wenn ich könnte wieder hinrennen, dann schlitzt er mich wahrscheinlich auf. Also jetzt gerade ist er nicht da. Oder? Weiß es auch nicht. So, mal gucken. Ich muss rennen. Sorry. Bin immer noch am Springen. Linke Maustaste. So. Jetzt gehen wir hier durch. Jetzt machen wir die noch zu. So, wo muss ich lang? Nee, ist falsch. Hä? Bin ich hier richtig? Was ein Arsch. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Also jetzt sind wir schon mal weiter. Das ist schon mal ein Vorsprung. Blöd ist nur, da wir jetzt hier... Ist hier einer drin? Wir sind jetzt bei einem neuen Punkt und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Na gut, ich weiß, wo ich weiter soll. Ist jetzt hier in der Falle.
Da läuft hier halt noch rum, ne? Nur noch warten, leider. Spannend, ne? Ganz spannend. Ja. Aber solange der hier so rumrennt, mit seinen Scheren, müssen wir leider noch warten. Geht er jetzt immer im Kreis oder wie? Ja, keine Ahnung. Ich meine, der ist genau so gefühlt nicht da, da. Genau da. Solange er nicht rausgeht, kann ich ihn nicht raus. Hm. Ist doch scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Jetzt läuft er wieder da vorne lang. Oh. Hm. Ob ich mich jetzt einmal wieder umbringen lasse? Ich bin jetzt endlich weitergekommen, ist das Problem. Ich hätte ihn auch einfach umbringen lassen. Mensch. Der hat nämlich auch noch nicht gespeichert. Ich hätte vielleicht einfach weiterrennen sollen. So, jetzt ist er wieder da. Geht in die Kabine wieder rein. Jetzt anfange zu laufen, hört er mich. Verdammte Kacke, was mache ich denn jetzt? Vielleicht ist es ja wie im Keller, dass er erstmal so ein bisschen hier rumlaufen muss und dann muss er, hier wo ich den Strom wieder angestellt habe. Nur mal warten, bis er ein bisschen wieder auch mal woanders hingeht. Aber bisher hört sich es absolut nicht so an. Vor allem immer, wenn man die Schere hört, kommt doch dieses quietschige, diese quietschigen Geräusche. So, also wir haben hier einen viereckigen Gang. In der Mitte ist ein Element, sage ich mal. Hier wieder so eine Trennwand. Und ich bin am anderen Ende des Raums. Hier oben ist die Tür. So, und er läuft halt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, immer, wenn hier jetzt die Tür ist, läuft er immer hier so rum. So, ich bin nicht auf der Seite, sondern hier. Ich könnte halt hier so raus und dann so würde er mir halt hinterher rennen. Aber dann müsste ich halt wieder wegrennen und ich weiß ja nicht wohin. Hm. Ja, Mensch. Ist jetzt ein bisschen weiter weg? Hab ich jetzt genug hier rumgehockt, dass er ein bisschen weiter weg geht? Kann ich nicht. Komm hoch. Nice.
Also hier musste man hin. Ja. Also. Speichert. Hab ich mir gedacht. So, Dokumente. Was ist das? War das das? Nee, das war das nicht. Ah, hier, guck mal. Versetzungsantrag. Ja, Versetzungsantrag, den haben wir jetzt gefunden. Und David Annapurna. An Resorts, an HR. Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heilmittelteuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen. Also so eine E-Mail, nichts für ungut, schreibt man nicht, das ist doof, der hätte gleich gehen können. Naja, gut. Also hier haben wir ein paar Dokumente gefunden. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Der Kollege läuft uns hinterher. Aber es gab ja auch schon mal eine längere Folge. Ich würde heute mal eine kürzere machen, einfach um auch die Stimme zu schonen. Das heißt, wir haben es jetzt vom Doktor vermutlich weggeschafft. Wir müssen noch den Schlüssel finden. Der wird hier irgendwo sein. Gucken wir aber nächste Folge rein. Gibt es halt eine kürzere mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau uns rein. Tschüss.